Noch ein Überfall auf die Faschisten. Ich muss einen Außenposten der Faschisten ausschalten und die Tschernaja-Station infiltrieren. Einer unserer Späher kommt mit, aber er hat einen eigenen Auftrag. Daher werden wir die meiste Zeit getrennt arbeiten. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Diesmal als Scharfschützen-Team in Tschernaja Teil. Also wir spielen jetzt einen Scharfschützen von der Roten Front. Okay, rauf da. Irgendwie spinnt gerade einen kleinen Moment. Was? Wieso? Jedes beschissene Mal setzt sich hier das Zeug zurück. Warum? Geht doch. Wir sind fast da. Hab gehört, du bist ein guter Schütze. Hier ist die Gelegenheit, das zu zeigen. Mit Waffen wie deinen ist das vielleicht sogar ein Kinderspiel. Ich wünschte, wir hätten mehr von den Babys, dann würde ich dir helfen. Aber ich bin mir sicher, dass du das auch alleine schaffst. Okay. Scheint wirklich eine ganz schön gewaltige... Was haben wir denn hier, frage ich? Waffenarmada zu sein. 4 Minuten. Oh, verdammt, nett. Was hätten sie uns erwischt? Naja, wir sind jetzt trotzdem in Stellung. Unser Hauptziel ist es, in die Tschernaja-Station zu kommen. Dafür müssen wir die Jungs im Umfeld beseitigen und ins Gebäude rein. Du eliminierst die Wachen dort und ich bringe in der Zwischenzeit meine Aufgabe zu Ende. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns am Eingang der Station. Zuerst müssen wir das Dach und die Türme freikriegen. Dann kümmern wir uns um die Patrouillen. Okay. Feuer einstellen. Der Scharfschütze auf dem Dach könnte es bemerken. Ah. Verdammt, bist du gut. Interessant. Vorsicht, der Scharfschütze auf dem Turm könnte ihn sehen. Ah, auf dem Turm, auf dem anderen wahrscheinlich. Ich schau mich da mal um, da ist keiner drauf. Der ist tot. Ist auch nix. So. Das wären die Türme gewesen. Dächer. Sehe ich jetzt keinen mehr. Nicht wirklich. Dann geht's jetzt an die Patrouillen. Sehen die sich da hinten? Ich glaub nicht, ja? Oh, das sind zwei. Da hat er keine Anmerkung zu. Gut, ich glaube, dann sollen wir nur die normalen Patrouillen hier unten killen. Dazu... Wo ist der andere dahin? Den würde ich nämlich als ersten gerne killen. So, da war doch noch einer. Tatsache. So. Die wären futsch. Der wäre allein. Wo ist sein Kamerad? Da. Anscheinend sind wir hier fertig. Alles klar. Jetzt musst du zu dem Gebäude. Ich muss zu dem Gebäude. Alles klar. Dann erstmal mit der Pistole voran. Ja, komm, Bewegung. Langsamer Junge. Zum Glück haben die da ein Kabel, das du benutzen kannst. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um diese Seite. Eliminiere die Leute auf deiner Seite und geh rein. Wahrscheinlich gerammelt voll mit Faschisten. Sei also vorsichtig. Viel Glück. Okay. Da ist natürlich ausgerechnet für mich so ein Seil. Na gut, das ist eine Faschisten. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Und was soll die Hektik überhaupt? Was die Hektik soll? Ein Sturm ist auf! Du kehrst mich! Ich habe ein Gespür dafür! Er hat ein Gespür? Na, warum fragst du dann mich? Wisst ihr was? Ah, egal! Zu den Stellungen! Ja, Herr Offizier!
Oh, schlechter Zeitpunkt für Filterwechsel. Machen wir es schnell. Zack. Ein echt denkbar schlechter Zeitpunkt. Gott im Himmel. Hab ich da eben daneben geschossen? Gibt's ja nicht. So, Filter natürlich schön mitgenommen. So. Aber die zwei auch. Sprechanlage. Mal ein Filter. Munition. Was haben wir da? Filter, Filter. Ja, das Einzige, was man hier anscheinend braucht. Da geht's weiter. Okay, wo gehen wir denn da hin? Da auf jeden Fall mal Licht aus. Ganz nach unten. Ja, anscheinend. Okay. Von mir aus. Dann eben ganz runter. Hier auch einen Generator. Sehe keine Wache. So, der Strom wäre weg. Boah, was eine Festung. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja. Da unten, beziehungsweise da drüben, haben wir auch mal gekämpft. Alter. Schwer ausgerüstet, sollen wir den killen? Ich habe mich gerade mal ein bisschen um. 1, 2. Patrouille. Keiner auf dem Dach. Ja, warum nicht? Da geht der down. Jeder, der so schon ausgeschaltet ist, ist einer weniger. Um den ich mich später kümmern muss. Gut, dann nach unten. Scheiße, die labern. Blöd, 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 die labern mir da hinten zu viel. Wenn der blöde, ja, jetzt mach mal hinne. Ja, kommt schon. Bewegen sich nicht. Kannst du ja machen. Ich finde es jetzt schon beschissen genug. Die gehen nicht weg, hab ich das Gefühl. Dann halt eben schnell hintereinander. Da, 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 da. Ja, mit eurem Zeug. Das Licht aus. Licht aus, Licht aus, Licht aus. So. Ein neuer Filter rein, dass der mal aufhört, hier rumzustöhnen. So. Dann geht's. Ah, da unten ging's in die Metro. Jetzt geht's erstmal hier hoch. Zack, 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 zack. Da liegt einer tot. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Den haben wir auch tot geschossen. Ah! Jetzt renne ich ihn voll ins Feuer. Oh oh. Schlecht, Väter geht down. Puh. Okay. Der Filter wäre gerade extremst down gegangen. Was haben wir da? Da, da, da. Munition, Munition, Munition. High-Packchen.
und sonstiges. Alter. Hört der Sturm nochmal auf? Ich warte ein ganz kleines bisschen, ansonsten renne ich los. Ja, ich renne los. Das bringt hier nichts. Das Licht aus. Und rennen. Scheiße. Okay, das war irgendwie fail, dass die das nicht mitbekommen haben. Aber der Sturm da draußen war ja echt übel gerade. Die ganzen Dinger lahmgelegt. Ich wusste ja jetzt noch nicht mal, wo ich hin muss. Wo muss ich lang? Da. Nein. Machen wir das Ding mal aus. Und ich muss da hoch. Komme ich da rein? Da. Ah. Okay, gefunden. Gut, gut. Ekliges Wetter da draußen. Machen wir hier doch mal im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.